Wir haben nicht mehr so viele coole Fragen, deswegen würde ich sagen, ist die nächste Frage. Mach einfach Frage, noch die coolsten drei oder so, die coolsten wenige. Die coolsten aber drei. Die coolsten. Ja, oder okay. Die coolsten, guck mal, was da noch abgeht. Ich habe noch eine, aber die ist nur zu Gedenken am Burrito drin. Welche Hälfte des Partners sollte Fisch sein? Ich glaube, die haben wir alle schon mal beantwortet in unserem Leben. Darüber müssen wir nicht nochmal reden. Okay. Die nächste ist, was turnt euch am meisten an anderen Menschen an? Jo, Thomas. Hey, wenn das deine Aussage ist, Caruso. Also ich glaube, zwei Sachen, die es bei mir ganz dolle sind. Und das eine ist ein bisschen langweilig, aber wenn jemand einfach damn schlau ist. Ich kann mich noch daran erinnern, wo ich längere Zeit jemanden getroffen habe, der bei der NASA gearbeitet hat. Und der war so schlau, das war so cool. Und immer, wenn ich was gesagt habe, hat er mir was vorgerechnet. Und danach war ich so, nimm mich jetzt bitte, dankeschön. Mein Gott, ich habe dir gerade eine witzige Geschichte erzählt und du warst so, wow, was sind die Chancen, dass das passiert? Ich so, keine Ahnung. Und er so, komm, wir rechnen das mal durch und rechne das durch. Und ich, also das finde ich. Das heißt, sapiophil bist du dann. Boah, ich vielleicht, weiß, ja. Aber ich finde es so cool. Ist das deine most used porn category, sapiophil? Nee, das, weil ich zu der Kategorie gehöre, wo Anni, die Anni gerade beschreibt, weil ich so smart bin und so Dinge weiß. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das in diesem Moment weißt? Rechnen wir mal nach. Genau. Oh, come on, ey. Ja, und das fand ich, das finde ich mega gut. Und eine zweite Sache, die ich wirklich extrem gerne mag, ist, wenn eine Person, also weiß, was er oder sie will, also so richtig, so was, so ein bisschen bestimmt ist, nicht so aufzwingen und nicht unbedingt so krass dominant, aber so selbstbewusst, also selbstbewusst sagen so, hey, ich finde mich auch total geil, ja. Ich mag das total gerne. Weißt du was, ich mach das jetzt, weil ich kann das total gut und das finde ich irgendwie voll gut. Yeah. Ja, Caruso, rede mit dem Chat. Insofern. Meine Antwort ist, es gibt ganz viele Sachen, so, die einen natürlich so. Ich hätte es gefeiert, wenn du einfach gesagt hättest, Titten. Gewesen. Nein, aber so Titten sind so ein Cop-out, so ich finde Titten schon geil, so Arsch ist auch geil. Aber so tatsächlich, was mich dann so, wenn man dann schon in der Lust ist, finde ich es, wenn diese Synergie von, zum Beispiel, ich glaube auch nicht, dass man gut küssen kann, sondern es gibt einfach nur Leute, die zusammenpassen, die beide auf die gleiche Art voll gerne küssen. Und wenn das perfekt matcht, dann finde ich das unfassbar ist. Das ist ein unfassbarer Turn-on, weil dann das macht so alles andere direkt mit besser. Ja. Bei der Aussage wird auch direkt die Kameraqualität wieder scharf. Nice. Ja, voll, Rezo, du bist wieder, scharf. Du bist ja, du bist bei mir auch wieder. I brought it back. Ja. Jetzt keine großen Bewegungen. Jetzt ist Anni bei mir wieder ein bisschen pixeliger geworden. Egal. Gut. Jetzt wieder gut. Ja, danke Pixel Rezo. Danke Pixel Rezo. Da wir am Ende des Tages ja immer sehr viel über Sex reden, ist die nächste Frage, was wäre eure Todsünde? Falls ihr die Todsünden könnt, na, es gibt Lust, in dem Sinne Sex. Lust. Okay. Gut, Rezo. Danke. Lust. Definitiv. Faulheit gibt's auch, ne? Ja, das nehmen wir. Nee, ich bin ziemlich disziplinierter Typ eigentlich. Nee, aber gibt sich Völlerei auch nochmal? Ja, gibt's auch. Also ich glaube, es wäre bei mir eine Kombination aus Lust und Völlerei. Das wäre so die Mischung. Was gibt's je nachdem, noch alles, was für Mut ich habe? Es gibt Hochmut, Habgier, Wollust, Zorn, Völlerei, Neid oder Trägheit. Ich glaube, wir das die ersten, du kannst es mal vorlesen. Ich nehme alle. Hochmut, Habgier, Wollust, Zorn, Völlerei, Neid oder Trägheit. Also entweder so ein bisschen hochmutig, arrogant. Super gierig, dass du alles haben willst. Schon ein bisschen Wollust, war schon so Sex schon geil. Oder so einfach mal so richtig wütend sein, zornig. Völlerei, so just people fat in chat, just give me it. Neid, so. Das ist cool, wie Caruso das so rüberbringt. Oder Trägheit. So, ich weiß auch nicht so genau, was es bedeutet, ist mir aber auch egal. Bis dahin hätte es auch so ein hipper Pfarrer sein können, der so ein Video macht für die Kids da draußen und so die Sprache übersetzt, aber am Schluss halt so, ja, das ist mir auch egal. So, das war dann nein, nicht mehr wie der Pfarrer. Das war die Trägheit, das war der. Ja. Ach so, das war. Ah, jetzt habe ich verstanden. Oha, hast so delivered. Ja, danke. Nice, sowieso. wahrscheinlich voll Lust. Ja. Ja, hatten wir jetzt alle, ne? Safe Hochmut. Safe. Ich würde an meiner Arroganz sterben.
Oha! Oha! Wenigstens einer, der mich nicht enttäuscht. Was? Ja, was? Wie willst du denn an Nein, Volllust war, sterben? Ja, nee, aber es geht ja, darum, weil du in die fucking Hölle kommst, weil du zu viel fixst, das ist doch für, ja. Ach so, ja. Nicht so arrogant für was. Außerdem, Rezo sucht häufig nach Ruff. Ich wäre da sehr vorsichtig, wenn ich ihn so gefickt wirf. Na, ganz nie wieder los. Es tut mir leid, Rezo. Es tut mir leid. Das ist nur, Oh Gott. Nur ein Joke. Alles gut. Ich würde sagen, wir machen die letzte. Es sind wirklich keine dabei, die jetzt noch irgendwie interessant wären. Ihr habt so viel schon gesagt. Sehr, sehr krass. Ihr habt eine Menge von euren Jokern aufgehoben. Das war beim letzten Mal nicht so. Die letzte Frage war auch beim letzten Mal schon. Fuck, Mary, Kill. Wen der drei anderen, mich ausgeschlossen, würdet ihr heiraten, vögeln oder töten? So wie horny, wie ihr alle seid und Wollust eure Sünde ist, würdet ihr wahrscheinlich alle vögeln wollen, aber gehen wir mal davon aus, ihr müsst eine Person heiraten. Na, ihr kennt das Spiel. Das ist jetzt halt... Es ist hier so das Schweigen. Ich lasse euch ein bisschen Zeit, ihr könnt ein bisschen nachdenken, ihr könnt nochmal Revue passieren lassen, worüber haben wir heute geredet. Das Ding ist, ich will darüber gar nicht zu viel nachdenken, weil ich will eigentlich es an ein, zwei ganz simplen, nachvollziehbaren Sachen festmachen, fertig. Weil das ist noch weniger unangenehm, als wenn ich jetzt ganz tief darüber nachdenke. Deswegen sage ich jetzt einfach, ich würde Anni heiraten, weil... Also es kommt für mich ja nur Anni und Pia in Frage, weil ich ein heterosexueller Mann bin. So, ja. Und weil Pia durch die chronische Krankheit, die sie hat, ich glaube, das würde eine Beziehung sehr belasten, sozusagen da miteinander durchzugehen. Und das ist für mich der einzige Grund, weshalb ich jetzt sage, okay, ich glaube, Anni ist auch manchmal ein bisschen chaotisch in ihrem Leben. Weiß ich, Anni. Aber ich glaube, dass sozusagen der Gesichtsausdruck. Red weiter. Bitte was? Ich glaube, dass sozusagen die Beziehung da bei Pia zu stark drunter leiden würde. Dementsprechend würde auch das Fuck sozusagen mit Pia, glaube ich, klappen. Also und bei. Also von den Vibes, die sie jetzt erzählt hat, wäre ich nicht unkompatibel. So. Und bei Caruso, tut mir leid, Caruso, aber du, also. Du hast halt einen Penis. Genau, dein Penis ist dein Tod. Also, alte weiße Männer müssen sterben, es tut mir leid. And he's gone. Hey, okay, ich hab's hinter mir. Hey. Ja, yes, boy. Caruso, du kannst jetzt besser sein. Du kannst jetzt same procedure as Rezo. Ich würde auch, dadurch, dass ich heterosexuell bin, würde ich Rezo einfach Klippe runterschubsen. Ja. Ich würde mit Pia Sex haben und Anni würde ich heiraten. Ich würde Pia heiraten. Wir kennen uns am besten. Und du bist hot. Gut, dass es bei ihr erwähnt und bei uns jetzt einfach. Das ist halt aktiv einfach nicht mehr wichtig. Das wurde jetzt verbraucht. Nicht mehr angewendet. Oh Gott. Ich glaube, ich würde Rezo töten und mit Caruso schlafen. Aber Rezo, wir sind so lange befreundet. Ich glaube, das wäre weird. Ich versteh's. Ich versteh's. Ich hätte bei dir deswegen auch nur das Heiraten wählen können, weil. Ja. Ich glaube, das wäre weird. So. Ich kann's sehr gut verstehen. Nicht, weil du unattraktiv bist, gar nicht, einfach nur auf persönlicher Ebene weird. Ja. Das ist einfach das Schönste, gesagt zu bekommen, dass man mit einem schlafen will, einfach weil es mit dem anderen noch unangenehm ist. Und weil du ein hübscher, netter Kerl bist, Caruso. So, ich mag deine Frisur. Du bist witzig. Das wird gut funktionieren. Okay, das war eine sehr unangenehme Frage auch wieder. Nee, Pia hat noch nicht geantwortet. Ach so. Ich würde Anni heiraten, weil das, glaube ich, am entspanntesten in dem Bereich wäre. Das wäre, glaube ich, cool. Ich würde, glaube ich, mit Rezo schlafen. Von den Vibes. Caruso. Caruso, I'm sorry. Von den Vibes. Ja, das ist halt, ne? Also. Die Trends von den Pornoseiten sind nicht mein Vibe. Sorry. Das war halt auch einfach so eine nicht aussagende Antwort, das ist mir so im Nachhinein aufgefallen. Ja, genau. Deswegen haben sich alle drüber beschwert, Caruso.
Weil du hast deinen Suchprozess beschrieben, aber du hast nicht beschrieben, was du gerne guckst. So, ich guck gern die Trends. Okay. Ja, damit habt ihr alle wirklich interessanten Fragen beantwortet. Ich glaube, beim nächsten Mal können wir gerne noch ein paar härtere Fragen mit reinnehmen. Definitiv. Aber definitiv. Es waren ein paar dabei, wo ihr ein bisschen gestruggelt habt. Ein paar unangenehme, ja. Aber Rezo, du hast durchgezogen. Krass, ich kann dir nicht sagen, dass du, gewonnen hast. Pia hat einfach ein paar bessere Antworten gegeben als du, deswegen würde ich sagen, Pia hat hier ganz klar gewonnen. Finde ich aber auch, bei diesem eindeutigen Wettkampf. Ja, ganz, ganz stark. Caruso, bist ein cooler Typ. Oh Mann. Es tut mir leid, wie dich die anderen runtergemacht haben, muss ich an der Stelle sagen. Was heißt denn hier runtergemacht haben? Es ging nur bei der einen Frage. Es ging nur um die Trends. Aber stark. Aber ich fand's witzig. Das hat echt Spaß gemacht, ja.